So, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, der Akku hält jetzt immer noch, weil der ist jetzt gerade, sehe ich, halb leer, halb voll. Immer das Glas positiv sehen. Ich komme jetzt gerade vom Fahrradfahren zurück. Ich war bei Opa, habe Hecken geschnitten. Ja, ich muss erstmal abkühlen, aber ich dachte, ich mache mal schon einfach so ein schnelles Video, wenn ich gerade schon dabei bin. Bin ein bisschen verschwitzt, bin ein bisschen K.O. Mein Kreislauf ist immer noch nicht ganz so fit. Diese kennt ihr bestimmt noch. Man sieht es ganz gut hier. Da ist ja das Ding kaputt, also die Kamera. Wird nicht so scharf. Okay, gut. Aber ihr seht es trotzdem bestimmt. Das hier hat einen Wackler drin und das Mikro ist nicht gut. Hier, das hier kann man kaum noch hören. Oder wenn überhaupt, wenn man Glück hat. Ich habe jetzt zufälligerweise ein neues Handy, schon seit 2-3 Tagen. Eigentlich wollte ich das ja verkaufen, wieder, also ich habe es ja von meinen Eltern bekommen. Und ja, jetzt denken die meisten, warum will denn der Handy, was er von seinen Eltern bekommt, verkaufen? Ich wollte es eigentlich verkaufen, weil ich wollte ja eigentlich ein Outdoor-Handy haben. Und da ich ein Outdoor-Handy mir aber nicht leisten kann aktuell, also leisten könnte ich es mir schon, nur geht das ganze Geld halt drauf für die Reise und für die Reise, die ich ja da, also auf Philippinen geht es ja hin jetzt dieses Jahr. Ist geplant, ist auch festgelegt. Aber ich muss noch festlegen, wann, weil sobald ich genug Kohle habe und das auch vom Ferienjob bei der Müller vorkommt, weiß ich nicht, wie lange das verarbeitet wird vom Amt. Und deshalb könnte es sich im Notfall oder im Extremfall bis Weihnachten ziehen. Hoffe ich natürlich nicht. Aber der Vorteil ist, wenn ich Weihnachten immer noch auf die Philippinen kann, immer noch natürlich 2 Wochen Quarantäne. Nur der Fall ist halt auch natürlich, dass es da dann weniger Regen gibt. Zum Thema Handy gibt es jetzt so eins. Also ich will jetzt nicht irgendwie angeben, weil ich sag mal so, ich stehe nicht auf solche Handys. Also wirklich, ich stehe nicht auf solche Handys. Ich stehe nur noch auf Outdoor-Smartphones im Prinzip. Das hier habe ich jetzt. Kann man lesen? Ja, kann man lesen. Darauf stehe ich jetzt, auf Outdoor-Handys. Diese Handys sind halt so, fällt runter, ist, wenn es Pech hast, komplett hey. Also der Bildschirm ist kaputt. Bei dem hier habe ich eine Folie drauf, die muss ich mal runterziehen. Und ich ziehe die jetzt mal runter, weil ich will, oder... keine Ahnung. Ja, komm, ziehen wir sie runter. Weil die sieht nicht mehr so ganz gut aus. Wenn man das sehen kann. Also die hat einige Kratzer. Und ich nehme die jetzt mal vor euren Augen runter. Mann, das sieht echt gut aus, das Glas. Die ist stabil. Also hört ihr ja schon. Egal, ich lasse doch drauf. Es ist zwar kratzfestes Glas, aber ich lasse es einfach mal drauf. Eigentlich ist es egal, ob ich es runter oder drauf ziehe, weil das Glas habe ich ja drauf gemacht. Hat ein paar Macken drin. Das Handy kann man eh nicht mehr umtauschen oder zurückgeben, weil es hat Garantie nicht mehr. Kaufen würde es eh keiner wollen, weil, wie gesagt, Wackler im Laden und das taugt einfach nicht mehr zum Telefonieren, außer über Bluetooth. Weil das Problem ist halt, es hat auch, also positiver Nachteil, es hat keinen Klinkenstecker. Das heißt, du kannst es im Prinzip nicht kaputt machen durch einen Klinkenstecker, der Wasser saugt, sondern durch Bluetooth. Der Nachteil ist, du musst schnell eben mal ein Handy mit Bluetooth verbinden, dann heißt dein Samsung kann noch mit Klinkenstecker benutzt werden. Auch mit USB-C, wie diese beiden hier. Die Kamera bei dem hier ist scheiße, kann ich nicht mehr fotografieren, weil das, wie gesagt, gerissen ist. Und man kann im Prinzip noch andere Kameras verwenden. Nur eine ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ein Dummy. Bei denen hier habe ich mitbekommen gehabt, dass die Kameras hier tipptopp wären. Das wären anscheinend die besten, was Samsung je hatte. Freut mich nicht. Also, ich finde die gut, aber... an sich ist die Kamera halt, keine Ahnung, gut, also die ist wirklich gut, besser als die auf jeden Fall. Die ist auch ein bisschen verstaubt jetzt, durch das, dass da noch drin ist. Die anderen ist, habe ich jetzt noch 2 Stück, ich weiß nicht, ob die Bilder, ich guck mal, ob die Bilder machen können.
Und wenn ich da jetzt, also das, der Nachteil ist halt bei den Dingern auch, du hast halt bei diesen typischen Stadthandys halt nicht diese Knöpfe, wo du einfach mal das hier machst. Und dann kommt die Kamera. Hast du einfach nicht bei denen hier. Da musst du wirklich anmachen und gucken. Bei dem hier muss ich auch anmachen, also bei Crosscall kannst du im Prinzip drücken. Bei dem hier kannst du direkt, musst du anmachen und kannst direkt dann drücken. Beim Crosscall kannst du direkt übers Drücken vom Knopf quasi die Kamera bzw. Andere Apps, sonstiges bedienen. Ich habe halt die Kamera genommen, weil du brauchst die einfach mehr oder weniger und das immer rauszusuchen ist nervig. Ich habe auch, wenn man bei der länger drauf drückt, dann kommt auch Shazam bei mir. Habe ich so gemacht, damit ich die Musikerkennung habe, wenn ich mal schnell was suchen will, weil wenn ich die App an sich so suchen will, dann muss ich hier überall suchen und dann habe ich die da stehen stehen. Kennt ihr alles Problem? So, das Video will ich nicht zu lang machen. Also jetzt tue ich mal die Kamera noch mal gucken. Also die Kamera ist da offen. Die geht jetzt sogar, weil manchmal hängt die. Da hat sie so einen milchigen Hintergrund und ist es einfach so gehangen. Wenn man Glück hat, also man kann es ja meistens über Instagram wieder dann nutzen. Aber wenn man dann normal wieder nutzen will, dann ist es irgendwie so, bäh, die hat einen Hänger. Also ist auch nicht mehr so gut. Ihr seht auch, die Bildqualität ist nicht so prickelnd. Spiegelt jetzt alles ein bisschen, aber ihr seht, es ist nicht so prickelnd. Wenn ich jetzt auf Einstellungen gehe, Bildgröße 20, Bildgröße 16. Also das geht alles mit der Bildgröße. Wide Angle geht halt auch noch, aber ihr seht dann schon, Wide Angle hat dann hier oben, kann man das gut sehen. Der hat dann hier so einen Schatten drin, ja. Hat so einen Schatten drin, also man kann damit fotografieren, aber wie gesagt, also die Kamera ist selten besser. Ist natürlich auch neuer, das Handy ist auch schon natürlich ein paar Jahre alt, hat auch so einen Buckel, aber hat, ey, das ist unzerstörbar. Also das kann ich im Prinzip wirklich überall hinwerfen, da passiert nichts. Das kann schon unter Wasser tauchen, jetzt nicht mehr, weil, wie gesagt, nicht mehr wasserfest. Ja, also das ist so zum Thema Update, neues Handy. Ich werde jetzt für das eine neue Hülle bekommen. Aus meiner Eigentasche zahlen, ist aber nicht so schlimm. Ich werde noch mit einem aus meiner Familie reden, weil der hat noch ein Outdoor-Handy und er hat gesagt, wenn ich ein neues kriege über die Mama, dann, also bezahlt über Familie, aber über die Mama hat man es bestellt, weil ja, Opa kennt sich dann nicht mehr aus und bla bla bla. Mama hat halt mehr Zeit, meine Schwester ist halt woanders. Und daher bin ich froh, dass ich es habe, weil das Ding ist, bei dem anderen nervt es halt nur noch. Also es tut noch, aber es nervt. Und jetzt muss ich halt mit dem reden, weil er hat ein altes Crosscall noch, 3K X4. Das kann man noch gut nutzen, ist halt nur vom Design ein bisschen was abgefallen, das ist aber nicht so schlimm, das können die bei Crosscall wieder reparieren, hoffe ich. Wird aber bestimmt bei einigen passiert sein, vermuten wir mal, also er vermutet es, ich vermute es, dass es vielleicht sogar teilweise bei einem passiert ist, aber bei manchen vielleicht nicht, dass sie Glück hatten, so wie es bei manchen ist. Manchmal ist es so, du denkst, okay, du hast das Pech, alle Modelle von dem sind scheiße, aber auf einmal hast du ein gutes Modell erfunden, entdeckt. Da ist das Vorgängermodell scheiße gewesen. Also dasselbe Modell habe ich schon mal gehabt, war am ersten Tag gleich futsch, K.O. Das war irgendwie kaputt, ging nicht mehr an, hat nichts mehr getan. Außer einmal konnte ich es noch anmachen, Videos runterladen und dann war es das tot. Das hier ist jetzt gut, hält noch, nutze ich als Ersatzhandy, wenn ich irgendwann mal was brauche. Wie zum Beispiel Apps oder sowas oder sonstige Dinge. Ist einfach noch da. So als Worst Case mit Headset telefonieren geht ja auch noch. Das Samsung werde ich jetzt erstmal eine Weile verwenden, aber das Problem ist, ich brauche eins für die Philippinen, was wasserdicht ist. Jetzt habe ich dann eine Hülle gefunden, die wasserdicht ist. Hoffe ich, dass die passt. Ich zeige die euch mal sogar. Also Hülle. Habe ich die hier gefunden. Jetzt sieht man es besser, wenn ich das in den Spiegel. Die habe ich gefunden, die ist wasserfest. Soll IP68 haben, also heißt, das Handy hat IP67, das heißt, es kann unter Wasser sein. Was ich unglaublich finde, weil vorher die ganzen blöden Scheiß-Handys von denen da, waren die wasserdicht. Nie. Also pff, Spritzwasser ja, aber wasserdicht nicht. Und da das jetzt wasserdicht ist, auf bestimmte Zeit, unter 1,5 Meter Wasser, ist es ein gutes Ding. Aber wie gesagt, für die Philippinen
durchschnittlich 27 Grad, Luftfeuchtigkeit ist hoch, also heißt die Temperatur liegt gefühlt bei über 30, 40 Grad teilweise. Ja, ist extrem, ich weiß, also wir hatten ja hier schon 38 Grad in Deutschland, jetzt die vor einer Woche, vor einem Monat, weil ich war ja jetzt eine Woche krank, also in diesem Monat, letzten Monat, war ich Beginn vom Samstag an krank, eine Woche, also ich lag komplett flach, kein Corona, aber komplett flach und danach eine Woche Kreislaufprobleme. Ich war wirklich lange nicht mehr so krank. Man hört es auch immer noch ein bisschen an meiner Stimme. Also mein Kreislauf ist immer noch nicht so 100% fit. Ich werde aber fitter. Das Thema ist auch noch, dass ich ja jetzt auf die Philippinen geplant habe, wie ich schon erwähnt, tausendmal. Das heißt jetzt auch, dass ich dahin fit werden muss. Für den Müllabfuhr werde ich auch fit werden. Also ich habe ja den Ferienjob dann Ende des Monats. Und dann habe ich die Hülle auf jeden Fall dafür schon fürs Handy. Das heißt, ich werde es dann ausgiebig bei Müllabfuhr testen, weil ich werde dann einfach in einem Ohr eine Musik drin haben, weil sonst kriegst du einen Drehwurm, wenn du da immer im Stillen bist. Und dann, ja, ist einfach nicht so diese, wie nennt man dieses, Arbeiten. Oh, nächstes Video. Ciao.